verbessert vor allem. Socials. Newcastle mit einem 4-0, wenn Hunter... Ja, okay, das... Wer hat Hunter für eine Eintagsfliege gehalten? Wer war das? Ich würde ihm gerne meine Meinung sagen. Du gehörst in die Premier League, Hunter. Danke, Kyle Reimer. Wir versuchen das natürlich auch wieder so hinzukriegen, dass wir da wieder hinkommen. Hunter erneut mit dem Treffer. Die Newcastle-Fans haben heute allen Grund zum Strahlen. Wichtiger Sieg. Das stimmt allerdings. Hunter, schönes Stellungsspiel. Guter Einsatz. Klasse Überblick. Mein Spieler des Tages. Keine Frage. So sehen Sieger aus. Schalalalala. Und wir kommen zum FA Cup. Ich glaube, Everton könnte dieses Jahr im FA Cup für einige Überraschungen sorgen. Aha. Jeder kann jedes Spiel gewinnen. FA Cup Zauber. Die Premier League Teams greifen in der FA Cup ein. Runde 3 steht an. Und was steht bei uns jetzt an? Erstmal ein bisschen Schießen trainieren. Buongiorno. I hope you are all well rested and ready for training today. Na, aber hallo. Was machen wir denn? Kopfbälle und Volleys und Chancenerarbeitung nochmal. Das ist gut, da wissen wir gleich, was wir da zu machen haben. Erstmal die Kopfbälle und Volleys. Oh, okay. Nochmal. Wow, das war ein Knaller. Oh. Ja, okay, da komme ich nicht hin. Kopfball. Zack, rein damit. Naja, nur DB ist doch in Ordnung, würde ich sagen, oder? Chancenarbeitung, jetzt kommt das Ganze nochmal. Jetzt gucken wir mal, dass wir da wirklich ein bisschen uns besser machen. Das haben wir ja schon gelernt hier. Das hat auch wunderbar geklappt. Oh! Aber das Ding ist noch drin, okay? Und dann ist er doch noch richtig drin, okay? Na, feines Füßchen, jetzt klappt das auch ein bisschen. Ah, schade, der war nicht so pralle. Ah, okay. Bäh. Ah, okay. Wow. Ja, mit dem Kopf. Oh. Oh, er hält ihn, ja, verdammt. Schönes Ding. Und da muss Abschluss. Komm. Ja, es ist zu einfach. Da komme ich dann einfach nicht durch. Ah, okay. Wieder Note C. Schade. Obwohl es am Anfang deutlich besser war, muss ich ehrlich gestehen. Ein bisschen haben wir uns ja doch verbessert. Naja, passt schon. Wir sind wieder im Hotel.
und verbessern uns, wie wir unten sehen. Und jetzt geht's weiter mit dem Spiel Newcastle gegen Nottingham Forest. Und das ist jetzt FA Cup. Ich darf nicht mitspielen. Schlief. Es ist Reserve. Wieso ist das Reserve? Okay. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt neu. Okay. Partie simulieren. Wir haben 2-1 verloren. Super. Super klasse. Ist ja auch total unwichtig gewesen. Ich glaube, Carl Brayman war nicht da. So, was war mit Everton? Bei Everton herrscht angeblich dicke Luft. Kein gutes Zeichen, was die Premier League Hoffnungen angeht. Manche Leute sind echt unfassbar. Nase voll. Und ich will keinen Namen nennen, aber manche sollten die Luft aus ihrem Ego rauslassen und gründlich in den Spiegel schauen. Oh, 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 oh. Böses Blut da oben. Wanna see me, boss? Williams, out. Okay. Was ist da los? Alex, since you come to us, it has been a good moment for this club and for you, I think. Ja, ja, ja. It's been a great experience, boss. Hopefully the second half of the season will be even better. For you, I think yes. For us, not too much. How do you mean? This morning, I received a mail from your club. They are requesting that you return to them. Was? Someone has made quite the impression since they've been away, no? Been a real learning experience, Mr. Agostino. Thank you. And I thank you, Alex, for all you have achieved here. Das finde ich jetzt aber echt schade. What was that all about, eh? I'm going back to the Premier League. Congratulations, mate. And I'll see you there soon, eh? Wir werden uns sehen, Williams. Danny. Musik, Musiker. Hunter! Ist ein bisschen laut jetzt gerade. Hunter bekommt eine neue Chance in der ersten Mannschaft. Ich glaube, der Junge hat's drauf. Harry Kane, willkommen zurück bei Everton, Hunter. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Willkommen zurück, Hunter. Jetzt darfst du endlich zeigen, was du kannst. Hunter wird zurückgeholt. Er hat ja auch in der Championship alles in Grund und Boden gespielt. Hunter, ich wusste, dass du in der Championship überzeugen und eine neue Chance in der Premier League erhalten würdest. Mama ist stolz. Hunter, das eine Leid ist des anderen Freud. Ich mag Hunter, klar, aber ich bin halt trotzdem nervös. Ich weiß nicht, ob der dem Ganzen wirklich gewachsen ist. Der Trainer holt Alexander zurück. Der ist doch noch so jung, hoffentlich ist die Aufgabe nicht zu groß. Everton holt Hunter zurück. Finde ich gut, aber kann uns der Junge einen Titel holen? Dass Everton Gareth Walker durch den mittelmäßigen Hunter ersetzen will, ist kein gutes Zeichen, was die Ambition des Teams angeht. Oh, what the fuck? Na gut, lass mich ihn mal. Kann Alexander die Lücke füllen, die durch den Abgang von Gareth Walker entstanden ist? Ich fürchte, die Aufgabe könnte zu knifflig sein. Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Alexander nach seiner erfolgreichen Zeit bei Everton zurückkehren wird. Ja, sie meint wohl bei Newcastle zurückkehren. Naja, ist egal. Okay, wieder ab nach Liverpool. Und dort trainieren wir erstmal passend. Well, 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 look who's back. Miss me, Lily? Petit peu. Welcome back, Alex. What I missed her. I don't care. I'm already out the door anyway. Andy. Hey, Cass. Look who got dragged back in. So, you think he can fill my shoes, eh? What are you talking about, Cass? What do you think, Alex? Think you can run with me? Hey, bruv. No, I can't. Modern day SAS, right? Grow up, mate. Tell you what, next time I see you, it'll be out there.
was hat Walker er denn nur for the money. That's what you missed, hombre. All right, show's over. Get your backsides out on the training pitch. Move it. Training pitch hat sich gerade angehört wie training bitch. Hey, a word. You want to be mindful of the company you keep, Alex. No idea what's gotten into him, boss. Yeah, well, a little fame can be a dangerous thing, Alex. We were tight, like family almost. Never spoke to him once while I was out on loan. Maybe now that I'm back, I can... Walker put in a transfer request on, sir. Board's already accepted an offer. From our biggest rivals, no less. Wow. You ready to take your chance, lad? Sicher. These guys right here, that's where my loyalty lies now. Work hard in training. Give your all every time you step out on that pitch. You'll get your opportunity, Hunter. All right? Yes. Ab auf dem Trainingsplatz. Now, who's ready to do a little work today? Come on then, let's get to it. Flügel we need to improve our build-up play, and that means better ball movement. We'll be working on our distribution. Vollziehe per Heber einen Seitenwechsel auf deinen Mitspieler. Schließe die Übung ab, indem du den Ball auf einen Mitspieler flankst. Ich glaube, wir müssen auch direkt rüber, ne? So wie ich das in Erinnerung habe. Und super. Er kommt schon wieder zu kurz. Das gefällt mir nicht. Sie müssen echt volle Granate machen hier. Zack. Genau, dafür kriegen wir die volle Punktzahl. Fragt mich nicht warum. Der kommt wieder zu kurz, da kriegt man wieder keine Punkte für. Ja. Was jetzt? Hallo? Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Wow, das 400, das ist schon nicht ohne. Jawohl. Naja, gut, okay. Wenigstens Note C. Aber ich glaube, wir haben es langsam raus über diese komische Training da waren. Pässe beherrschen. Spiele deinen Mitspieler mit hohen Steilpässen an. Für gut getimte Pässe gibt es Punkte. Das war LB halten und Y, genau. Ja, feines Füßchen und rein damit. Ah, okay, Harry, das kannst du auch besser. Schön! Zack! Was macht denn er? Na endlich sitzt mal einer. Ja, durch die Lücke gespielt und Rainer! Der läuft doch super. Jawohl. Und der letzte. Nee, der kommt nicht an. Aber Note B, das ist doch mal was. Dafür, dass wir Pässe überhaupt nicht können. Wir verbessern uns auch in Ruhe etwas. Das finde ich sehr gut. Und auch in der Startelf verbessern wir uns. Das finde ich auch noch besser. So, zack, ab geht's. So, jetzt nochmal so ein kleines Zwischenfazit. Ich brauche jetzt... Oh. Wow! Check this place out! There's even a jacuzzi in there. Wow. Things have certainly changed since my day. This is all you, Alex. You're such an amazing boy. I could have never done it without you, Mum. Come on, come on. Look Margaret. At this. Look at Jim. This. Bit modern day for you, isn't it? Needs more beige. I'm only kidding. Bit much for a teenage boy, isn't it?
You know, it's not 1968 anymore, Jim. Do you have any idea how many strings I had to pull to get this place? A bit of gratitude wouldn't go amiss, you know? Ah, definitely. There he is. The Premier League's next big thing, all grown up and ready to make his mark. I never expected anything like this. Well, you better get used to it. Because this is how the pros live. I told you I would take care of you. Yeah. Right, I better get going. See you later, man. Oh, Everton trinken von Chang. Michael. You're Alex's agent, you're not his family. Don't get it too confused. Look at this view. Look at this view, it's incredible. Eh? Wow. Da kannst du ordentlich kochen in der Küche, gefällt mir. Hätte ich auch gern zu Hause. Eine schicke Bude, auf jeden Fall. So. Lesen wir uns nochmal die Socials an durch. Real Gas Walkers Spitzen gegen seinen Ex-Kumpel Hunter Zeugen von Neid und Niedertracht, sonst nichts. Das glaube ich auch. Hey Hunter, Everton glaubt, du könntest mich ersetzen. Wir wissen doch beide, wer besser ist. Naja. Halt mal schön den Ball flach, mein Kleiner. So. Es ist offiziell, Gareth Walkers Transfer ist über die Bühne gegangen. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Nein, Walker, warum? Du hattest einen super Vertrag bei einem klasse Premier League Team. Manche kriegen den Hals nicht voll, Walker. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Wir schauen nach vorne. Gareth Walker mit schockierendem Wechsel. Jetzt wissen wir also wohl, wer der Unruhestifter hinter den Kulissen war. Uff, das von Alan Shearer. Also Freunde, selbst Alan Shearer hat's mitgekriegt. Schock für Everton. Walker schließt sich für mehrere Millionen dem Erzrivalen an. Schock des Jahres. Hashtag Gareth Walker. Ich muss auch jetzt nochmal so ein kleines Statement bringen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen traurig, dass wir von Newcastle wechseln. Denn, ja, das Team einfach so in den Stich zu lassen. Wir haben uns wunderbar reingespielt. Wir hatten mit den Jungs Spaß. Das hat wirklich Spaß gemacht, jetzt da unten die Liga aufzuräumen. Aber Laie ist nun mal Laie. Unser Verein ist nun mal FC Everton. Da sind wir angestellt. Und wenn die sagen, wir wollen ihn zurückhaben, das ist glaube ich nur in England so, in Deutschland geht das glaube ich gar nicht, aber wenn die sagen, wir wollen ihn zurückhaben, dann muss der andere Verein ihn auch zurückgeben. Und ja gut, jetzt sind wir wieder in der Premier League, jetzt versuchen wir natürlich alles für den FC Everton zu geben, klare Sache. Und das erste ist Training im Dribbling heute. Alright lads, time to work. Enge Ballführung und Tempo-Dribbling. Schauen wir mal. Ja gut, die enge Ballführung, das sollte man ja eigentlich packen. Season Pace! Mach mal! Jawohl. War noch ein bisschen langsam, oder? Nee, nur da. Okay, gut. Ach, das war ja auch die Bronze. Okay. Und jetzt Tempo-Dribbling. Ha, da haben wir uns auch immer ein bisschen angestellt. Versuchen wir mal unser Bestes. Und ab geht er, der Peter. Ja, das meine ich mit angestellt. Alter! Scheiß Mauer. war nicht so der Brüller. Aber das Tor machen, komm. Jawohl. Ja, gute Idee. Also das war... Boah. Jetzt steht das Ding da im Weg rum. Gut, okay. Ein kleines bisschen in Ballkontrolle verbessert. Ja, ist in Ordnung. Aber in der Startelf trotzdem ein bisschen verbessert. Das hätte ich natürlich jetzt nicht erwartet. Was gibt's jetzt? Oh, Zwischensequenz. You must be feeling really proud, huh?